Ich bin Heinrich aus Gartenfelle. Ich bin Westfalen und ich wollte nur fragen, ob ich hier nicht anfangen könnte, so wegen meiner Arbeit. Ich würde mal die Kollegen fragen, ob sie bei uns ein Praktikum machen können. Praktikum? Gute, Martin, hallo, morgen. Moin, Heinrich. Dein neuer Praktikant im Technikum. Bring ihm mal ordentlich was bei. Ja, danke schön. Bevor wir jetzt hier anfangen, müssen wir uns erstmal sicherheitstechnisch richtig ausrüsten. Ja. Wenn ich dann noch mal vorbeikomme, dass du mir eben das Nötigste bei meinem Ford Granada schweißt, dann kann ich meine Frau ja auch mitbringen. Ne? Hier, guck mal, das kenne ich nämlich von meiner Frau, von Friseur. Ja, Heinrich, ich habe hier schon mal ein paar Bleche vorbereitet. Die werden also so als T-Stück zueinander geheftet. Jetzt haben wir natürlich, was haben wir vergessen? Wir haben hier ganz viele Löcher. Das Gas. Genau, das Schutzgas haben wir vergessen. Genau. So, und jetzt wirst du sehen, dass die Schweißnaht besser aussieht. Oh, schön. Mit unserem Schutzgas. Ja, schön. Am Ende lasse ich den Schalter wieder los und der Schweißprozess ist beendet. So sieht eine qualitativ hochwertige Schweißnaht aus. Oh ja, wenn ich sowas mal hinkriegen würde bei meinem alten Trecker. Du. Das probieren wir jetzt. Und dann gleichmäßig wie der Trecker beim Pflügen in die Rille halten. Oh, das sieht aber gut aus, ne? Ich finde, das ist Kunst. In Kartenfenne wird auch so geflügt, ein bisschen hackelig ist das noch. Ja, nach dem Schützenfest sieht das so aus, wenn ich flüge. Und hier, haben wir natürlich das High-Tech-Produkt. Hier haben wir eine Neuentwicklung, das sogenannte Mischgas Sagok 7S. Ist ja faltenfrei. Ganz genau, wie ein junges Mädchen. Könnte ich meine Frau da mal vorbeibringen? Wir können aber auch Bauteile zertrennen, das heißt also kaputt machen. Oh, das muss mir mal zeigen. Ja, das zeige ich dir. Komm mal mit. Ich kann 1,50 Meter dicke Stahlbleche schneiden. Nein. Also dein Ford Granada ist da gar nichts. Du sag mal ganz ehrlich, so Praktikum, das macht ganz schön Hunger. Ich würde jetzt gerne kurz was essen gehen. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ich habe schon was vorbereitet. Und zwar habe ich hier das autogene Kochen erfunden. Was hast du? Ja. Ist ein sehr opulenter Bunsenbrenner. Ja. Kochen kann man da auch mit. Die Würstchen öffnen. Haha, da ist er.